So, hallo ihr Lieben, ich wollte mal wieder kurz was sagen. Hat ja immer viele Leute interessiert. Zu Amber Heard und Johnny Depp. Was ist da so der neueste Stand? Aber nur ein paar Gedanken dazu. Also es scheint so zu sein, dass Amber Heard würde ja gerne in die Berufung gehen. Also sie hat das Ganze ja verloren, kann man glaube ich so sagen. Und die Anwälte von Johnny Depp lassen jetzt so ein bisschen in Interviews, kann man so den Eindruck gewinnen, dass sie so durchblicken lassen, wir würden das gerne beenden, müssen das auch nicht jetzt endlos fortsetzen. Und das hört sich so ein bisschen so an, als wenn die vielleicht auf Teil oder ganz auf diese Schadensersatz verzichtet wird und dafür müsste Amber Heard dann wahrscheinlich auf die Berufung verzichten. Und mir geht es auch gar nicht so speziell nur um diesen Fall, sondern weil, glaube ich, viele ähnliche Themen haben mit ihren in ihren toxischen Beziehungen mit ihren Ex-Partnern. Wie kriegt man das Ganze jetzt beendet? Und geht das ewig weiter? Und was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile? Das können wir hier mal so ein bisschen durchdeklinieren. Ich denke, Johnny Depp möchte jetzt nicht als derjenige rüberkommen, der sie so zerstört irgendwie, finanziell oder ich weiß nicht was. Und er hat ja auch, für ihn war das ja auch ein Durchmarsch, dieser Prozess. Und vielleicht sagt er sich auch, also so gut wie da kann es nicht nochmal laufen. Und Geld habe ich eh genug. Lass uns das Ganze beenden, was auch eine sehr konstruktive Haltung sein kann. Aus Amber Heard Sicht, das ist natürlich so, steht sie jetzt ziemlich doof da. Obwohl immer noch, ich sag ja, die großen Medien aus mir unerfindlichen Gründen stehen die ja vielfach auf ihrer Seite, trotz dieser, also das finde ich, das kann einem wirklich einen Schlafraum, diese überwältigende, gibt ein Urteil, all diese Sachen. Aber es gibt überhaupt kein Problem damit, sie weiter als die Heilige dastehen zu lassen. Alle Männer sind scheiße, wenn Männer sofort vorverurteilt werden, sehr oft gecancelt werden. Und ist schon ganz schön schräge Geschichte, muss ich schon echt sagen. Aber gut. Ist, wie es ist. Also auf jeden Fall, Amber Heard kann natürlich Interesse daran haben und eine Hoffnung, dass es in der Berufung besser läuft. Vielleicht hat sie bessere Anwälte, vielleicht ist sie besser aufgestellt. Also für Johnny Depp war es ja auch der zweite Prozess. Sicherlich, oder ja, eigentlich der zweite. Er hat sicherlich auch eine Menge gelernt. Und Amber Heard könnte sich natürlich, weiß ja jetzt, was nicht gut angekommen ist. Und kann natürlich darauf hoffen, dass das anders läuft, aber vielleicht muss sie auch noch mehr zahlen dann, man weiß es nicht. Ich glaube, aus Amber Heard Sicht ist es aber so, ich glaube, sie will diese Aufmerksamkeit, sie braucht sie, liebt sie. Es kann eigentlich nur besser, eigentlich aus ihrer Sicht wahrscheinlich nur besser ausgehen, deswegen wahrscheinlich wird sie vieles drauf setzen, das zu machen, es sei denn, sie ist finanziell so eng, ja, dass sie da irgendwie ein Agreement finden muss, was man aber schon sieht, dass, wie so häufig leider, wie das dann so ist, dass das zu keinerlei Einsicht bei ihr geführt hat und auch was sie ist, hat ja schon ein paar steile Sachen irgendwie auch gesagt und publiziert und ja, und ich denke so, wenn ich Johnny Depp wäre, selbst wenn ich da jetzt so eine Einigung finden würde, müsste es, also ich weiß nicht, wie das im amerikanischen Recht ist, aber es müsste dann klar sein, dass sie nicht immer weiter den gleichen Kram behaupten darf, so, ne, wo schon gesagt wurde, das ist eine Verleumdung. Ich weiß nicht, was es da für Möglichkeiten gibt, aber das wäre, glaube ich, schon wichtig, dass sie dann nicht immer weitermachen kann und es passiert nichts. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es sicherlich auch richtig, da weiter gegen vorzugehen, ne, aus Johnny Depps Sicht, ne, denke ich so. Das Zweite ist, was ich auch schon gesagt hatte, was wohl passieren wird, dass dass es für sie weitergeht, ne? Ich meine, es gibt immer, egal wie du auftrittst, hat man ja auch schon bei Corona gesehen und ich weiß nicht was, egal wie du auftrittst, du findest immer irgendein Following und gerade wenn du sehr steile Thesen vertrittst und sehr polarisierst, findest du immer Leute, die das gut finden. Und es gibt immer Leute, die mit dir so eine Bekanntheit hast wie sie, die hat ja auch definitiv hier gesteigert worden, die Bekanntheit. Gibt es immer Leute, die mit dir Geld verdienen wollen, so ist das Leben, ne? Und deswegen vielleicht überraschend oder auch nicht überraschend, dass sie Aquaman 2 offensichtlich die Rolle bekommt weiterhin, obwohl 4 Millionen Leute eine Petition unterschrieben haben, dass sie bitte nicht nehmen sollen als Schauspielerin. Und sie hat einen Buchvertrag gekriegt, ja.
Das wird wohl auch nicht über Hänsel und Gretel sein, ne? Vermute ich mal. Und da finde ich schon sehr erstaunlich, also ich bin überhaupt kein Freund vom Canceln, sage ich ganz ehrlich, also soll sie weiterarbeiten, alles gut. Aber dass man dann Männer cancelt, ne, ohne weiteres und Johnny Depp da alle möglichen Rollen verloren hat, das, ja, also gleiches Recht für alle, ne, dann darf man Männer auch nicht so canceln, wenn es überhaupt keine Urteile gibt und gar nichts. Also zumindest keine handfesten Urteile oder Prozessgeschichte noch nicht zu Ende ist irgendwie, dann darf man halt beide nicht canceln, fertig, ne. Also das finde ich schon sehr irritierend, sag ich mal. Aber es war eigentlich klar, also für sie hat, also sie hatte ihre Meinung, Amber Heard. Ich denke, da kann es 10 Prozesse geben. Und da muss man halt als Johnny Depp oder wenn du in einer ähnlichen Situation bist, muss man halt gucken, was kann man sich noch bieten lassen. So, also das ist halt so ein feiner Weg, ne? Wo muss ich mich weiter abgrenzen und dann, wenn nötig, auch weitere Verfahren führen, weil ich finde schon wichtig, dass so klare Grenzen immer wieder kommuniziert werden, auch juristisch notfalls. Und wo sage ich, okay, um des lieben Friedens Willens lasse ich jetzt mal gut sein, nur dazu gehört auch eine zweite Person, ne? Und das sehe ich bei Amber Heard hier bisher nicht. Ja, das waren meine Gedanken dazu. Schreibt auch gerne, was ihr dazu denkt in den Kommentaren und wir sehen uns bald wieder.